So, und da sind wir da bei The Forest. Da ist gar kein Wasser drin. So, in dieser Folge möchte ich gerne die Taucherausrüstung endlich finden. Weil Taucherausrüstung. Ich finde, das ist ein sehr guter Grund. Also, ja. Und dann, wenn ich das habe, gehe ich wieder zurück und baue ein bisschen was ab. Wir wollen ja schließlich auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wie ich einfach immer noch die andere Rüstung anhab. Obwohl ich schon lange die ausgewechselt habe mit der hier. Wenn ich die jetzt erst irgendwie ausgewechselt habe. Okay. Sieht aber auch irgendwie anders aus als früher, das Wasser. Sieht einfach aus, als wäre es nicht da. Ich gucke jetzt mal an verschiedenen Camps nach der Taucherausrüstung. Ich könnte mir vorstellen, dass dort hinten eine irgendwie ist. Mit Camps sind die von den Menschen gemeint, oder? Ich weiß nicht. Hier glaube ich eher irgendwie nicht. Sondern eher dort vorne, wo ich halt mein. Okay, hier ist es. Verarsch mich halt. Jetzt gedacht, dort vorne müsste ich eben kurz hin zu diesem anderen Menschen teil. Da war nämlich auch so eine hier so ein Zeltlager. Boah, hier war ich lang nicht mehr, ne? Schon lange her. Und ich komme da nicht mehr rein. Früher ging das. Auf jeden Fall habe ich hier nicht so viel Arbeit geleistet, wie ich dort hinten irgendwie geleistet habe. Hier, das ist ja mal gar nichts. Auch wenn ich hier ziemlich viel Holz gesammelt habe, wie man sieht. Das ist echt gar nichts. Jetzt habe ich übrigens immer dieses Teil dort. Das kann ich auch wegmachen. Also tauchen tue ich ja jetzt eh gerade nicht, also tun wir das mal weg. Aber wir können den gleich mal ausprobieren. Ich verstehe aber nicht, warum das irgendwie nicht Diving Suit oder so heißt. Oh, ich habe gerade bemerkt, wie man schneller hüpft. Immer so ein bisschen zur Seite anstatt geradeaus. Weil dadurch macht man irgendwie einen komischen Sprung. Das hier muss auch alles weg. Das ist ziemlich viel. Aber hier scheint nicht mehr sehr viel auf der Insel zu sein. Dann können wir jetzt mal tauchen. Ich sehe weniger, als ich sonst sehe. Auf jeden Fall kann ich lange tauchen. Was mir das bringt, ich habe keine Ahnung. Refresh der? Nein. Ich muss also immer wieder neue finden. Ist ja mal scheiße. Aber so kann man eigentlich relativ lange unter Wasser bleiben. Ich fände es aber cooler, wenn man den irgendwie mit Luft hier draußen refreshen könnte. Steht ja sogar, wie lange der noch hält. 272 Sekunden. Ja, ist eigentlich ziemlich wenig. Ne?
Husten werde ich wohl nie wieder in meinem Leben wegbekommen. Ich weiß nicht, wieso das immer noch hier hält, aber das hält. Ich werde mal gleich gucken, ob ich wollte ich da noch mal, keine Ahnung, ob ich da vielleicht noch ein neues Projekt aufnehme oder sonst irgendwas, keine Ahnung. So, zwei Bäume bitte. Erinnert mich immer noch an einen Einkauf im Supermarkt. Irgendwie bescheuert. Alter, was ist denn draußen da los? Ich höre voll die lauten Geräusche draußen. Ich werde, glaube ich, da oben noch ein paar Häuser hinbauen, damit ich es einfacher habe, dort was einzusortieren. Muss ich nicht immer nach unten laufen oder so. Ist wahrscheinlich auch eine schlauere Idee. Auf der Insel haben wir eh nur eine Basis. Und wenn wir dort alles auf einen Haufen bauen, dann ja. Selber schuld. Ich guck mal, wo ich hier genau bauen will. Eigentlich schon hier vorne, ne? Ja, hier finde ich das eigentlich ganz passend. Experimental Walls. Naja, vielleicht hätte ich das auch ein bisschen größer machen können. Aber muss ja nicht immer alles gleich riesig sein. Hier überall Fenster hin, damit ich überall halt sehen kann. Dürfte sich als sehr schlau erweisen. Mich würde auch interessieren, ob ich dieses Haus von unten sehen kann. Wahrscheinlich. Wenn ich von hier oben das Haus dort unten sehen kann, wird das wahrscheinlich andersrum genauso möglich sein. Obwohl es manchmal auch nicht möglich ist. Und ich hätte aus Steam offline gehen sollen. Hä, ich bin doch aus Steam offline gegangen. Willst du mich verarschen? Ich hasse das Internet. Ja, ich wurde meiner eigenen Religion eingeladen. Leute, wenn ihr mich da einladet, dann müsst ihr auch 100 Mitglieder haben, ne? Wenn ihr sagt, er ist bei 100 Mitgliedern, ja, da kommt unser Gott zu uns hier herabgestiegen. Ja, sorry, aber ihr habt keine 100 Mitglieder, also ladet mich noch nicht ein. Sonst macht die Religion ja keinen Sinn. Mindestens 100 Jünger müssen her. Ja, das könnte ein zeitaufwendiges Projekt sein. Also die Insel, die bekomme ich auf jeden Fall fertig. Irgendwann.
Schwierige wird dort hinten alles wegzumachen sein. Aber da wird bestimmt schon ein Patch draußen sein, wenn ich irgendwie schon weit bin, dass man das auch zu zweit so richtig machen kann. Bis jetzt muss man immer einen eigenen Spielstand machen. Ich will ja diesen Spielstand dafür verwenden. Obwohl es eigentlich gehen müsste. Ich weiß nicht. Es müsste eigentlich gehen, ja. Muss ich mal gucken. Halt immer noch ein Profi da drin. So. Jetzt, da wir hier beide Bäume auf beiden Seiten getrennt haben, können wir ja schon mal damit anfangen, die auch wirklich auf irgendeiner von den beiden Seiten fertig wegzumachen. Schon wieder keine Ausdauer ab. Du kannst. Das meinst du nicht ernsthaft, oder? Immer wenn die irgendwie ein Patch raushauen, dass man mehr Ausdauer hat, hauen die nachher wieder ein Patch rein, dass man zu wenig Ausdauer hat. Ich hasse das. Und wenn die ein Patch mit zu wenig Ausdauer reinhauen, dann hauen die nachher wieder ein Patch mit zu viel Ausdauer rein. Obwohl, nachher hauen die dann wieder ein Patch mit genug Ausdauer rein, wohl eher, anstatt zu wenig. Aber hier ist das wirklich so, du verlierst durchgehend Ausdauer. Und das hasse ich. Wie will man sich da denn was aufbauen? So, das werde ich irgendwie alles wegkriegen. Sieht das winzig aus da hinten. Den wollte ich jetzt nicht. Ob ich den Bug hasse mit der Axt? Moment mal. Naja, das will ich ja jetzt nicht machen hier. Das sind doch schon ein paar Bäume hier. Sieht nach wenig aus, es sind aber mehr als man denkt. Ja, auf jeden Fall. Der Baum gerade durch den Boden gefallen. Was auch immer das sollte. Wir können ja gleich mal so ein Haus daneben bauen. Naja, du erschreckst mich hier nicht. Oder frage ich mich ernsthaft, ob ich das überhaupt mit den ganzen Ressourcen hier schaffe, überhaupt was aufzubauen. Ist ja meistens so, dass das eigentlich nicht reichen kann. Ich finde schade, dass man die. Ja, genau. Ich finde schade, dass man die Inselbewohner nicht bestechen kann, so dass die für einen arbeiten. Baut ein Dorf. Jetzt. Nein, lauf mich nicht an. Oder die für einen jagen oder sowas.
So, noch 8 Stück. Da kann ich einen Außenposten hinsetzen, damit ich sehen kann, wenn da was passiert. Fände ich vor allem ziemlich cool, wenn ich wieder unten mein Haus hinsetze, wo ich das sonst immer habe. Also direkt am Anfang hatte ich das da. Und vielleicht werde ich das dann irgendwann wieder so machen, dass die Typen öfter kommen, nicht nur in der Nacht. Weil in der Nacht sind die halt ziemlich einfach zu. Ja. Auszuweichen halt. Weil man dann einfach auf Tag switchen kann. Erschreckt mich halt wieder. Auf jeden Fall wird man hier bald die Folgen von meinem Leben hier schon sehen. Müsst ihr euch mal vorstellen, fliegt hier so ein Helikopter vorbei, sind einfach keine Bäume mehr auf der Insel. Ganz viele abgeschlagene Bäume und dann denkt er sich so, ja, da muss doch jemand leben. Wenn hier die ganzen Häuser sind. Aber hier lebt irgendwie kein Let's Player irgendwie auf dieser Insel. Die wollen ja alle nicht hin. Aber gut, dass ich hier was baue, ne? Keine Ahnung, was an dieser Insel so schlimm ist, aber auf jeden Fall wollen hier nicht so viele hin. Mein Bruder hat mir davon mal erzählt, als er hier war, dass hier ein paar von den Inselbewohnern hier rumgelaufen sind, im Kreis, und dann waren sie weg. Es war auf jeden Fall eine sehr tolle Story. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Ich glaube, ich setze mein Haus sogar dort unten hin. Ich weiß nicht, so eine schöne Aussicht schadet doch nicht. Geht aber tief runter. Das waren noch Zeiten dort hinten, als ich noch jung war. Snacks haben auch mal mehr gebracht. Das Haus da vorne, das könnte was werden. Aber dazu muss erstmal Vorarbeit geschaffen werden. Auf jeden Fall wird der Sonnenuntergang ziemlich cool, wie es aussieht. Aber dann kann man von dem Haus aus sehen. Wobei ich das Haus jetzt gerade mal gar nicht sehe, weil es unsichtbar ist. Hau ab! Wie mache ich das immer? Ach so. Ich nehme einfach aus dem Teil da noch mehr raus. Wie auch immer ich das schaffe. Aber anscheinend hat sich das gerade verbuggt, dass ich das von überall nehmen kann. Das könnte eigentlich voll die Vorteile haben.
Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich brauche gerade Holz in der Hand. Wie der Hammer von Thor. Eigentlich lohnt sich das gar nicht, das direkt wieder zurückzubringen. Shit, es wird langsam dunkel. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, das könnte knapp werden. Oh, tut doch rein. Oh, 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 oh. Ziemlich knapp wird das. Mich speichert der Datei dort vorne. Ich meine natürlich mein super tolles Trageteil. Ich einfach nur noch Pflanzen hier umliegen. Nein, man sieht das von hier unten nur ganz wenig. Ja, man sieht es nur ganz wenig, das Häuschen. Okay, jetzt sieht man schon eigentlich, ja. Penn ich mal. Penn ich nochmal. Trinke ich was. Esse ich was. Tue ich schnell was zu essen ran. Und dann wird gespeichert. So, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ich treffe dich nie.